Hey, Johannes hier von NewGadgets.de und bin auf der CES 2016 und schaue mir hier das neue LG K10 an. Die K-Serie ist eine Einsteigerserie von LG, die jetzt hier auf der CES vorgestellt wurde. Und wir haben hier mit dem K10 eines der ersten Geräte. Es wird auch noch ein K7 vorgestellt. Und das findet ihr jetzt irgendwo hier eingeblendet. Da könnt ihr draufklicken und gelangt zum K7-Smartphone, meinem Hands-on. Gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein. Da haben wir hier einmal ein 5,3 Zoll Display mit einer HD-Auflösung. Sind also 1280x720 Pixel. Also auf jeden Fall in Ordnung. Selbst wenn wir nah rangehen, sehen wir keine Pixel. Und ich finde, 27p ist immer noch eine sehr gute Auflösung für ein Smartphone. Es ist ein In-Cell-Display. Zwei Kameras sind natürlich vorhanden. Einmal hier die 5-Megapixel-Frontkamera, die ist in US und Korea gleich. In den USA wird die Rückkamera nur 8 Megapixel haben, dafür in Korea 13 Megapixel. Wir haben LED-Licht und wie man hier sehen kann, wie bei LG gewohnt, Lautstärketaste und Powerbutton sind hier wieder auf der Rückseite. Wir haben auch eine Glanzrückseite, aber die Fingerabdrücke sieht man hier nicht so sehr drauf. Finde ich schon mal ganz gut, hat ein schönes Muster drauf und Android Version 5.1.1. Wir haben hier einen Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz, 2300 mAh Akku. Das sollte euch auf jeden Fall gut durch den Tag bringen für dieses Einsteiger-Smartphone. Und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich sehr gut an. Schön verarbeitet, wie man es eben von LG gewohnt ist. Wir haben hier unten den USB-Port, Kopfhöreranschluss und ansonsten ist das Gerät hier an den Seiten recht dünn, da wir ja die Buttons auf der Rückseite haben. Also auf jeden Fall ein sehr vielversprechendes Smartphone mit einer guten Verarbeitung. Preis stimmt eigentlich auch. Einsteigerserie LG K10. Preis und Verfügbarkeit findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr Fragen zu dem Smartphone habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich natürlich gerne von euch wissen, was ihr von so einem Smartphone haltet. Wollt ihr lieber ein Premium-Smartphone, wie beispielsweise das neue V10 oder das LG G4? Oder sagt ihr, ein Mittelklasse-Smartphone, das reicht mir absolut aus? Lasst es mir einfach unten in den Kommentaren wissen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.